Lords, werte Ladies, herzlich willkommen zum Kampf ums Kaiserreich, sponsored by Paradox im Crusader Kings Add-on Royal Court. Kämpfen wir heute ums Kaiserreich. Und es gibt 7 Usurpatoren, die mir meinen rechtmäßigen Anspruch ernsthaft streitig machen wollen. Und das geht halt einfach nicht. Das ist nicht akzeptabel. Wir werden heute antreten, das Heilige Römische Reich unter unserer wohlwollenden Herrschaft zu vereinen. Wir werden antreten als Graf Thronwill von rechtmäßig Kaiserlingen. Graf Thronwill ist vor allem eins, er ist ehrlich. Denn wenn er dir sagt, dass er der einzig wahre Kaiser ist, der rechtmäßig herrschen sollte, dann ist das eine Wahrheit, die er tief in seinem Herzen spürt. Dann ist das nicht einfach so dahergesagt, dann ist das fundamental. Er sagt es auch jedem, der es hören will. Deswegen ist er sehr gesellig. Manche würden behaupten, dass er deswegen arrogant ist. Aber das ist ja schon auch ein bisschen unverschämt. Der weiß, was er will im Leben und strebt dahin. Wir sind Teil der Grafschaft Kaiserlingen. Wir haben relativ klar hier geskillt auf Diplomatie. Denn wir sind charmant, liebenswürdig und überzeugend, wenn wir reden. Wir sind Teil der Dynastie von rechtmäßig Kaiserlingen. Unser Banner sind einfach so viele goldene Kronen, wie wir draufgekriegt haben, um unserem Anspruch Nachdruck zu verleihen. Unser Motto ist dem Kaiser, was des Kaisers ist. So, so. Wow, Sepp, du auch sehr bescheiden. Graf Septimus Julius Caesar. Steinwallen ist Graf Walter. Ein religiöser Eiferer also. So, so. Wir hatten das doch alles schon mal und ihr wisst, wie das endet. Also es hat sich doch schon einmal begeben, dass ihr meinen rechtmäßigen Kaiseranspruch in Zweifel gezogen habt und dass dann ich gezwungen war. Also ich kann mich nur erinnern, dass mein Lehnsherr dich verprügelt hat. Ja. Gegen meinen Willen, Pia, musste ich dann, gegen meine eigene gnädige Natur, musste ich dann als Kaiser eure Armeen in den Staub treten, eure Felder salzen und eure Herrscher hinrichten. Aber das müssen wir ja nicht wieder so machen. Also nee, müssen wir nicht. Wir lassen dich aber ganz gut. Ich würde das gerne sehen. Ja. Seht ihr? Simon ist ein guter Mann. Ja, ja, genau. Ich finde das so schön, wie Maurice das immer schafft, so nett zu klingen, während ihr dir den Krieg erklärt. Ja, genau so ist es mir jetzt nämlich auch vorkommen. Was? Oder dann kein Argument dagegen findest, weil du dir denkst, er hat eigentlich eh recht. Wir sind halt auch so ein bisschen um deine unsterbliche Seele bemüht, weil weltlicher Besitz verführt ja zur Sünde. Wenn wir dich davon befreien können, dann ist das ja auch eine Wohltat, die wir dir tun, oder? Du hast ja schon Kinder. Wer hat dich überhaupt denn angefasst? Also guck dir den doch mal an hier. Also jetzt geht's schon ziemlich los da. Ja, ja. Ja, kein Wunder, dass dich noch niemand angefasst hat, würde ich doch eher so rum sagen. Ja, danach ist es auch Straftat, also das ist, hoffe ich. Aber ich meine, du bist ja immerhin fruchtbar, immer dieses schöne Kanickel-Symbol, das... Ja, du willst gar nicht wissen, was hier zwischen meinen Beinen baumelt. Das will ich wirklich nicht wissen, Sepp, also wirklich nicht. Kaiser Septimus Julius Caesar hat Prinz Heinrich als euren Lehnsherr ersetzt. What? Jetzt ich schon? Verbeugt euch vor eurem neuen Kaiser. What? Ich gratuliere. Du bist schon Kaiser? Ja. WTF? Wie kann denn das passieren? Wie ging das denn jetzt? Meine Freunde, ich weiß, ihr seid alle überrascht. Was? Wir haben es doch alle kommen gesehen, oder etwa nicht? Wie ging das denn jetzt? Also, das musst du kurz mal erklären. Ja, aber wirklich. Also was muss ich erklären? Also dann können wir am besten pausieren, weil das könnte, glaube ich, kurz dauern. Eigentlich war es gar nicht so viel. Es ist einfach nur der Kaiser zuvor sehr unbeliebt gewesen. Und da ihn keiner mag, habe ich einfach eine Anspruchsfraktion dann gegründet, ja. Weil mir gehört ja der Kaisertitel. Alle haben gesagt, yo, let's go. Wir hatten, glaube ich, 800%
Fraktionsstärke, wow. Und dann hat er einfach gesagt, na, der komm. Ich ja, musst du nicht mal kämpfen? Sehr schön. Wow, Respekt. Ich derweil bin unabhängig immerhin. Unabhängig von mir? Nee, von ich bin es tatsächlich dir untertan, weil ich mich vom Herzog von Bayern losgesagt habe. Wenn du also einen kompetenten Diplomaten in deinem Rat willst, ne? Distrusting me was the wisest thing you've done since you climbed off your horse. Aber immerhin hast du schon 5 Grafschaften, ne? Ja, ja, ich bin schon stark, aber ich bin noch nicht Herzog. Und es ist halt schon auch, also es geht ja hier nicht nur um reine Macht, Steinwallen, sondern auch ein bisschen um ein gewisses je ne sais quoi, weißt du? Also ein Herzog sein ist halt besser als Graf sein. Ja, ich habe da vollstes Verständnis. Eigentlich für heute vorbereitete Krone aufzusetzen. Ja, die Krone, die liegt hier auch rum und ich will sie heute auch gern mal noch aufziehen. Also es, Ich kann meine Kopfbedeckung wechseln, Leute. Oh, bist du König? Dann, lass mal sehen. König Walter von Böhmen. Nicht mit 39 Diplomatie. Nicht schlecht. Ich bin endlich auch ein Herzog, Leute. Ich unterstütze Herzog von Bayern darin, mehr Stimmen zu haben. Obwohl, ich könnte eigentlich... Ja, Maurice. Ja. Ja, pass auf. Ich habe 2 Stimmen. Mhm. Ich würde für dich stimmen, für die Kaiserwahl. Dann wärst du vor Prinz Piet als Erster. Allerdings unter der Voraussetzung, ich würde dich auch bei diesem Krieg vielleicht irgendwie über eine Fraktion unterstützen. Unter der Voraussetzung, dass du mich natürlich wieder ins Reich holst. Was hören dort meine Ohren? Ist das eine offene Kriegserklärung hier aus Bayern? Nö. Ach, Maurice. Ach, Sepp. So, Sepp will, dass ich den Herzogtitel von Bayern... Das geht so nicht. Ernsthaft? Du musst, sollst du den abgeben? Oh. Wenn ich jetzt ablehne, ist halt Krieg. Hast du noch mehr Bündnispartner? Also wer so offen hier mit gespaltener Zunge redet. Ja, aber Sepp, weißt du, was so ein bisschen die Sache ist? Ich bin halt ziemlich beliebt. Da wird sich, glaube ich, ziemlich viel mehr anschließen. Also let's do it. Meine Verbündeten! Die ganze Zeit habe ich heimlich Freundschaften geschmiedet, um die Kurfürsten auf meine Seite zu ziehen. Und nun, Sepp... Du musst aber auch drauf aufpassen, wir müssen da zu seiner Hauptstadt, ne? Ja, also. Ja, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Ja, also, ich sag mal nur, wir haben 56.000, Sepp hat 13.000. Wie kommst du denn auf 56? Ich bin ein mächtiger Herrscher und ich werde dich vernichten, Sepp. Du schäbiger Halunke, all deine Missetaten werden nun bestraft. Nun wirst du es büßen. Nun... wird es Rache geben. Nun werden wir dich bezwingen. Ah ja. Ich habe gar nicht versucht, mich groß zu wehren. Nee, klar. Also, das war keine Chance. Schon also, Sepp, hast diesen Krieg erklärt. Du hast ihn gewollt. Du hast offen ausgesprochen, dass du mich stürzen wirst. Na, Maurice, 100%, hör auf zu schnacken. Jetzt komm. Ja. Das Erfolg ist, also da... Noch gut. Oh, okay. So, als Kaiser möchte ich nun jene Krone hier auf mein Haupt setzen. Sehr schön. Meine Getreuen, auf ewig soll ich leben. Es ist doch historisch sehr oft so gewesen, dass diese mächtigen Kaiser dann im Alter so ein bisschen anfangen, irgendwelche Schamanen aufzusuchen. Also eher so, ich glaube, Genghis Khan und Kublai und so, die waren doch alle dann... haben sie irgendwelche weisen Männer versucht, so, wie werde ich unsterblich? Und genauso bin ich auch. Einen auf Friedrich III. Machen, das ist eine gute Idee. Genau, 3 Machtblöcke im Grunde gerade. Der eine bin ich, mit Verbündeten. Der zweite mit Steinwallen ist zum Beispiel, Steinwallen. Steinwallen hat nämlich auch 5.000 Mann selbst und 14.000 Verbündete. Und Sepp hat seinerseits ebenfalls 4.000 Mann und 10.000 Verbündete. Also, oh, dann bin ich ja der Stärkste. Du bist der Stärkste, ja. Die Sache ist natürlich, du musst gar nicht kämpfen, weil du bist auch der aktuelle Erbe. Ja, das Problem ist, du musst bloß sterben. Wow. Und
Du bist so ein gesunder Knacker. Ah, ich bin gestorben. Steinwallen, oh nein, und jetzt ist mein Sohn wieder der rechtmäßige Erbe. Ja, das und ist das all Problem. Deine Bündnisse, es ist alles zerbrochen. Ah, welch Schande, Steinwallen. All deine Pläne, nur weil ich auf meine Gesundheit geachtet habe. Ja, hab, das und war du schon nicht. Guter Move, ja. Gehst du. Gebt mir meinen Reichsapfel und mein Zepter. Ich werde ewig herrschen. Ja, ich habe wirklich einen Reichsapfel und ein Zepter, falls ich es euch ihr fragt. Hier ist es. Und ich finde, hier können wir das Video eigentlich beenden. Ich habe 6 Stunden makellos gespielt, Sepp gestürzt und das Reich unter meiner wohlwollenden Herrschaft vereint. Ich finde, das ist ein tolles Ende. Ihr müsst jetzt gar nicht weiterschauen. Ihr habt alles Wichtige gesehen. Ich verspreche es euch, da kommt jetzt nichts mehr Relevantes. Wirklich nicht. Einfach ausmachen. Okay, danke. So. Sepp will nochmal es wissen. Mein Herr. Ich glaube, ja. Der rechtmäßige Thron gehört mir. Und entweder werde ich mit meinem Hintern diesen belegen oder kläglich untergehen. What? Moment, ist jetzt... Ah, was? Hä? Nein, ich habe nicht rechtzeitig geklickt und jetzt hat er automatisch... Nein! Oh! Er hat einfach... Nein, ich wusste nicht, dass du das Spiel gehört. Nein! Alter! Maurice. Ich wusste nicht, dass das dann automatisch... Also warum macht denn auch automatisch dann ja? Also warum ist die Auto-Antwort denn nicht nein? Ich werde nie wieder mit mir selbst leben können. Ja, die Krone muss ich absetzen. Alle Illusionen von mir selbst als Mensch. So schaut's aus. Alter, ist das. Das ist so dumm. Der irgendeine Form der Kompetenz besitzt. Ey, ich gönn's dir so gar nicht, Sepp. Du warst so schäbig diese ganze Runde über. Der irgendwie überhaupt lebensfähig ist. Niemand mag dich. Habe ich selbst zerstört. Was? Jetzt bist du mit Sepp verbündet? Weil ich dachte, das wäre deine Anfrage gewesen. Und die Welt enttäuscht. Was? Ach. Ja, unterstützt den aktuellen Kaiser im Kriegs und mich selbst. Oh, sehr gut. Wie kann das denn sein? Wir sind alle so dumm, ey. Was machen wir denn? Einen Missklick nach dem anderen und Sepp lacht sich ins Fäustchen. Das kann doch nicht sein. Kann die Welt jemals wieder gut und rechtmäßig werden? Unter der Knute von Sepp? Ich weiß es nicht. Aber das ist die Welt, in der wir nun leben müssen.